everybody. Good morning to that session. My first question, are there English-speaking people in the crowd, so we do the talk in English, or is anybody, everybody German, so we do it in German? English people, hands up, one, two, three. Okay, so I think we stick to English, if that is fine for the rest. Do you understand German? Sorry? You would like to read in German? Okay, so we do it in German. Wir machen es auf Deutsch. No, no. Oh, oh, fuck. That's a really bad decision now. So you think we start in English and then do the second half in German? You I don't know. No, but I think if the majority is really like, I think we stick to German then. Okay. Sorry. Gut, ganz kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Dominik, ich bin einer von drei Gründern von des Projekts Open State. Hier stehen noch zwei weitere, die im Laufe des Talks dann ihren Teil übernehmen. Versteht ihr mich so einigermaßen? Das ist eine ganz komische Situation hier so mit dem Sound. Ist okay? Gut. Open Empowerment heißt der Slot. Ja, wir haben, wie gesagt, dieses Open State Projekt, was wir heute gerne das erste Mal so ein bisschen in einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen würden. Unsere Idee, wie man dieses Open Empowerment möglicherweise in die Realität bringen könnte. Ganz kurz ein bisschen zum Hintergrund, warum wir denken, dass hier irgendjemand zu irgendwas empowered werden sollte. Viele der Fakten, die jetzt kommen, habt ihr wahrscheinlich schon in der einen oder anderen Art gehört, aber ich glaube, ohne die Basis kommen wir hinten raus mit der Argumentation ein bisschen schwierig hin. Das heißt, ich fange mal an, wir haben eine Welt, das ist nicht unbedingt neu. Der durchschnittliche US-Amerikaner im Moment konsumiert auf einem Niveau, als hätten wir Ressourcen, als hätten wir fünf Erden letzten Endes, als hätten wir fünfmal so viel Rohstoffe, wie diese eine Erde uns eben bereitstellen kann. Das ist ein Tier. Innerhalb unseres Talks werden fünf Tierarten aussterben, von denen wir die allermeisten überhaupt nie kennengelernt haben, weil sie irgendwo im Dschungel leben oder lebten oder irgendwo in der Tiefsee. Das bedeutet 270 im Laufe dieses Tages und das bedeutet ungefähr 75.000 im Laufe eines Jahres. Das heißt, der Verlust an Biodiversität, den wir im Moment auf der Welt verzeichnen, das ist keine Theorie oder irgendwie sowas wie beim Klimawandel öfter mal noch diskutiert wird, ja, ist das überhaupt so? Das ist einfach messbar und zählbar und sind einfach wissenschaftliche Fakten, um die man nicht großartig herumdiskutieren kann. Was auch sehr schön messbar ist, ist der Wald bzw. der Regenwald. 1949 hatten wir noch 16 Millionen Quadratkilometer auf der Erde von Urwald, also Regenwald. 2011 hatten wir davon die Hälfte zerstört. Wir haben also noch grob 50% im Moment. Das bedeutet, in 62 Jahren mal kurz 50% dessen, was da mal da war, weggehauen aus unterschiedlichen Gründen. Und die Prognosen für 2030 sehen so aus, dass wir dann möglicherweise nur 10% davon übrig haben. Ich gehe nochmal eins zurück. Da setzt jetzt auch die Unschärfe im Klima, in der Klimaforschung ein, aber nur, dass es erwähnt ist. Es gibt Forscher, die vermuten, dass am Amazonas zum Beispiel im Moment das Mikroklima sich ändert. Andere sagen, es könnte passieren, aber es ist noch nicht so weit. Dass durch die Abholzung dort immer weniger Bäume logischerweise dort sind und es sich lokal dort erwärmt, weniger Niederschlag gibt und dadurch Bäume von alleine anfangen abzusterben, ohne dass wir sie noch abholzen müssen. Das ist also ein sogenannter Feedback Loop, wo Klimawandel sich selbst antreibt sozusagen, ohne dass er den Mensch noch richtig, so wollte ich sagen, selbstverstärkend, ohne dass er den Mensch überhaupt noch braucht dazu. Ja, diese eine Welt, die wir haben, wenn wir uns anschauen, wie viel Erdöl und Erdgas im Moment die großen Shell, Exxon und so weiter, Big Oil auf der Welt schon haben, dann haben wir davon, dann können wir um dieses 2-Grad-Klimaziel, auf was sich die ganze Politik gerade so fokussiert,
was wir bis 2100 nicht reißen sollten, um nicht in den Klimawandel reinzukommen, wo wir überhaupt nicht mehr wissen, was danach passiert. Also von diesem Öl- und Gasvorkommen, was Big Oil schon hat, können wir noch ungefähr ein Fünftel verbrennen. Das würde ungefähr zur Freisetzung von 592 Gigatonnen CO2 führen. Wenn wir alles verbrennen, was sie heute schon förderbereit oder mehr oder weniger förderbereit unter ihren Fingern haben, dann würde die Welt irgendwie so aussehen. Dann haben wir nämlich die fünffache Menge, rund 2500 Gigatonnen CO2 würden freigesetzt. Das heißt, es würde bis 2100 ungefähr 6 bis 8 Grad Klimaerwärmung bedeuten, was menschliches Überleben quasi ausschließt. Dann eine Zahl, die auch gerade ziemlich durch die Medien gegangen ist. Zwischen 1979 und 2010 hatten wir am Nordpol in der wärmsten Phase jeweils, also im Sommer schmilzt dann natürlich auch eben viel Eis ab, ungefähr am wärmsten Punkt eine Fläche von 6,03 Millionen Quadratkilometern Eis. Und letztes Jahr war das auf die Hälfte, dieses Jahr war das auf die Hälfte geschrumpft im September am niedrigsten Stand. Das heißt, wir haben jetzt noch die absolute Minimalvariante erreicht. So wenig war es noch nie. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist vielleicht mal so ein Ausreißer einmal in den letzten 20, 30 Jahren gewesen. Dass dem aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so ist, zeigt diese Schätzung. 2030 bis 2035 wird es im Sommer einfach weg sein. Das sagen jetzt auch nicht irgendwelche linken, radikalen, sonst was Klimaforscher, sondern das sagt die US Navy, die sicher nicht im Verdacht steht, da großartig zu übertreiben. Genauso ist es bei den Russen im Moment. Putin hat ein Budget von fast 2 Milliarden freigegeben zum Aufbau des sogenannten Polarkommando Nord. Die bauen gerade Schiffe, die letzten Endes Atomkraftwerke mit in die Arktis nehmen, weil man da eben dann ganz viel Strom brauchen wird. Das heißt, die Anrainerstaaten machen sich bereit und die machen sich natürlich nicht bereit, um da irgendwie gegen den Klimawandel aktiv zu werden. Die machen sich bereit, die Rohstoffe, die dann endlich freischmelzen, sozusagen für ihre Staaten zu sichern. Das heißt, auch das würde wieder so eine komische Selbstverstärkung werden. Endlich ist das Eis weg, haben wir alles weggeschmolzen. Und schöne neue Rohstoffe, die das Ganze noch weiter beschleunigen werden, werden gesichert. Und auch da gibt es die Möglichkeit eines Feedback-Loops, weil die weiße Eisoberfläche sozusagen Sonnenlicht reflektiert. Und wenn die weg ist und das Meer eben da ist und die Oberfläche dunkler wird, absorbiert es mehr Wärme. Das heißt, es wird da auch wieder selbstverstärkend wärmer, umso weniger Eis wir da oben haben. Das heißt, der Prozess beschleunigt sich. Das heißt, letzten Endes führt uns das vor Augen auf unterschiedlichsten Dimensionen, dass unendliches Wachstum auf einer Erde mit begrenzten Ressourcen irgendwann an seine Grenzen stoßen wird und dass diese Logik des immer weiter Wachsens und immer weiter Konsumierens, so gern wir sie meistens haben, wenn es uns individuell betrifft, einfach an Grenzen stößt, die wir akzeptieren müssen, weil es keinen Weg außenrum gibt, wenn wir noch irgendwie so perspektivisch für die nächsten Generationen weiter existieren wollen. Wie gesagt, wir teilen uns das jetzt so ein bisschen, das heißt, Simon. Ja, hallo, ich bin ein bisschen kleiner, ich muss das hier mal runter machen. So. Ja, ich könnte jetzt diese Liste noch ewig fortsetzen, das haben wir auch in vergangenen Präsentationen getan, aber im Grunde ist es so, dass die meisten Leute das eh schon tausendmal gehört haben und man das auch jeden Tag mitkriegt. Neue Zahlen werden eigentlich ständig veröffentlicht und wir dachten, wir fassen das jetzt einfach mal zusammen, dass wir es einfach mit einem großen Haufen Probleme zu tun haben. Und ich möchte jetzt eher überlegen, naja, was müssen wir denn ändern? Wenn wir uns das Resultat von dem Teil, den Dominik gerade vorgetragen hat, vor Augen führen, dann haben wir es eigentlich mit einem System zu tun, was in sich in irgendeiner Form krankt. Also der Punkt, an den uns das gebracht hat, beweist eigentlich, dass das System in sich irgendwie fehlerhaft ist. Und im Grunde ein System des Scheiterns ist, auf lange Sicht gesehen. In fast allem, was wir heute tun und produzieren, liegen einfach grundlegende systemische Fehler und ein paar davon möchten wir beschreiben. Einer davon ist Technokratie. Technokratie, hört ihr mich eigentlich? Ich höre mich manchmal selber. Ist alles gut? Technokratie bedeutet im Grunde, dass wir die Probleme
immer versuchen, mit technischen Innovationen zu lösen. Ja, wir sind sozusagen innerhalb eines Systems und wir behandeln das aber immer nur singulär. Das heißt, wir sehen die Symptome unseres Scheiterns, unseres Systems und versuchen sozusagen technische Innovationen dafür zu finden. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Biotreibstoff. Das war ja auch eine große Diskussion. Man hat versucht, CO2-Ausstoß damit zu reduzieren, einen nachhaltigen Kraftstoff zu produzieren, der also nachwächst, hat damit aber ganz, ganz viele Folgeprobleme geschaffen. Regenwald wird abgeholzt, Biodiversität geht runter, Menschen werden von ihrem Farmland vertrieben oder entscheiden sich sogar selbst, Farmland umzuwandeln, Kraftstoff anzubauen und so weiter. Was uns direkt zum nächsten Punkt führt, nämlich der Fahrtabhängigkeit. Die Coder von euch werden das sicherlich am besten kennen, das Prinzip. Wenn man sozusagen einmal ganz am Anfang einen Fehler gemacht hat, dann setzt er sich in allen Folgehandlungen fort. Ja, das heißt, es ist einfach, wir befinden uns auf einem Pfad, der uns an den Punkt gebracht hat und eigentlich suggeriert und nahelegt, dass irgendwas an irgendeinem Punkt mal grundlegend falsch war, machen aber immer in der gleichen Logik weiter. Das heißt, wir müssen eigentlich die Ursache korrigieren und weniger die ganze Zeit darüber nachdenken, wie wir an den Symptomen weiter rumdoktern können. Ein weiterer wichtiger Punkt der Ursache und Grund für die Probleme ist, mit dem wir es zu tun haben, ist die Obsoleszenz, 1920 eingeführt von General Motors, ist im Prinzip der Antrieb von permanentem Wachstum und Profitmaximierung. Für Profitmaximierung und Wachstum müssen die Leute einfach ständig kaufen und konsumieren. Und wenn sie alles haben, müssen sie das natürlich nicht mehr tun. Das heißt, ihr kennt wahrscheinlich das Prinzip, ihr kennt wahrscheinlich auch die Geschichte von dieser Glühbirne, die 1901 irgendwo in North Carolina in diese Feuerwehrstation eingedreht wurde und immer noch brennt. Das heißt, es ist theoretisch möglich, dass Gegenstände nicht kaputt gehen, nicht bei allen, aber bei vielen. Das heißt, Ingenieure und Designer haben an irgendeinem Punkt einfach viel daran gearbeitet, durch Materialschwächen, durch geplante, reduzierte Haltbarkeit dafür zu sorgen, dass Produkte an irgendeinem Punkt kaputt gehen. Und wenn die Produkte nicht kaputt gehen, weil es zum Beispiel ein T-Shirt ist oder eine Weste, die man flicken kann, dann sorgt natürlich Werbung und Marketing dafür, dass man irgendwann das Gefühl hat, der Kram ist einfach out, man muss ihn ersetzen. Das ist dann die psychologische Obsoleszenz, das heißt, man wirft den Kram weg. So. Angela Merkel hat gesagt, dass dieses gesamte Phänomen, sie hat es auf den Klimawandel bezogen, aber das ist ja auch Resultat von dem System, das dringendste Problem unserer Generation ist. Also es ist wirklich, das ist die größte Aufgabe, die größte Schwierigkeit, mit der wir es zu tun haben. Das heißt, wir befinden uns jetzt gerade in diesem großen Haufen Mist und manche fühlen sich darin wohler und manche fühlen sich weniger wohl. Wir fokussieren in diesem System auf Profitmaximierung, auf Konsum und eben auf Wachstum. Ein gutes Beispiel, das muss ich mal kurz nachlesen, was nochmal die Absurdität des Ausmaßes von diesem veranschaulicht, ist ein Zitat, was veröffentlicht wurde 2011, und zwar von Rex Tillerson, CEO von Exxon, der gesagt hat, dass ab 2011 bis zum Jahr 2016 Exxon jeden Tag $100 Millionen in die Suche nach neuen Öl- und natürlichen Gasvorkommen investiert. Wir haben vorhin schon bei Dominik gesehen, wozu das führt. Wir haben die Resultate gesehen und es ist absurd, den Schluss zu ziehen, okay, das machen wir jetzt noch 5 Jahre lang so weiter und Open End natürlich. Das System und die Probleme werden natürlich jeden Tag auch propagiert. Das ist auch eins der Grundprobleme. Jeder von uns wird täglich mit ungefähr 6000 Werbebotschaften attackiert. 1980 waren es ungefähr 600, also es hat sich verzehnfacht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was können wir tun, wenn wir sozusagen einmal Logik in dieses System eingepflanzt haben, die sich permanent repliziert und repliziert und repliziert und repliziert.
Und um das ein bisschen zu veranschaulichen, möchten wir jetzt eine kleine Übung mit euch machen und bitten euch, einmal alle aufzustehen und alles deswegen auch aus der Hand zu legen. Also ihr solltet möglichst die Hände frei haben und ihr solltet die Arme frei haben. Okay, jetzt verschränkt bitte einmal alle eure Arme. Und achtet drauf, welches Handgelenk oben ist. Also bei mir ist es das linke. Bei wem ist das linke Handgelenk oben? Bei wem ist das rechte Handgelenk oben? Okay, also ziemlich ausgeglichen. Nehmt die Hände alle einmal runter. Macht das gleiche nochmal. So. Bei wie vielen von euch oder wer hat das gleiche Handgelenk oben wie beim ersten Mal? Also ja, bei mir auch. Also im Grunde alle. Das zeigt im Ende, wir haben ein Problem, wir wissen nicht, was wir mit unseren Armen machen sollen, deswegen verschränken wir die Arme und es fühlt sich halt, wir finden einmal einen Weg, der sich irgendwie gut anfühlt, den setzen wir dann einfach fort. Das ist ein Handlungsmuster, das haben wir einmal für uns akzeptiert, müssen wir auch nichts dran ändern. Wenn man das auf unsere Situation überträgt, ist es immer so, dass wir gerade ein Problem haben, das heißt, wir müssen irgendwie eine Handlung verändern. Probieren wir das mal aus. Jetzt versucht mal, die Arme andersrum zu verschränken. Ja. Drei wichtige Aspekte davon kann man daraus ja, an sich selbst beobachten, die auch wichtig und wahr sind für jede Veränderung, die man antreiben will. Einmal, es ist, man muss drüber nachdenken. Zweiter Punkt, es ist am Anfang ein bisschen unangenehm und auch schwierig, aber der wichtigste Punkt, es ist möglich. Außer bei manchen. Hier vorne, die Dame hatte, glaube ich, keine Probleme, um andersrum zu falten. Ich habe die schon immer. So, jetzt ist aber das Schöne bei diesen ganzen katastrophalen Meldungen und schlimmen Statistiken und Zahlen und so weiter. Es wird ja überall auf verschiedensten Ebenen daran gearbeitet, da vielleicht Dinge anders zu tun. Das bedeutet, was wir letzten Endes bräuchten, wäre so ein bisschen eine Erneuerung dieses Codes, der sich da so vermehrt, sozusagen, um in der Programmiersprache zu bleiben. Aber eben auch raus aus den reinen Software-Ideen hinein in die ganz normale Realität, hinein in die physische Produktion, wo ja mit Open Hardware sehr viel experimentiert wird. Das heißt, wir sehen oder wir erhoffen uns eigentlich von dieser Open Source und Open Hardware Logik, die so gerade ein bisschen um sich greift, vielleicht im Mainstream noch nicht so besonders sichtbar wird. So 3D-Drucker sind gerade ein bisschen hip, das hat jetzt jeder mal so ein bisschen gehört, dass es da was vielleicht gibt, was irgendwie krass ist und irgendwas auch ganz anders machen könnte, aber naja, so richtig verstehen tun wir es natürlich nicht. Was macht Open Source denn im besten Fall schon anders? Also es gibt im Vergleich zum reinen Expertenwissen potenziell die Möglichkeit, das funktioniert mal besser, mal weniger gut, je nach Projekt bisher, dass viel mehr Leute am Entwicklungsprozess und Entscheidungsprozessen beteiligt werden. Das heißt, man bekäme andere Sichtweisen rein als die bei der Entwicklung als die reinen Ingenieurs-Programmierer-Sichten. Das könnte zu einem Vorteil werden für die Produktentwicklung. Dann das Forken, das heißt, es werden Sachen, die schon entwickelt sind, Software- oder Hardware-seitig genommen und weiterentwickelt. Deshalb bleibt nicht bei diesen Pfadabhängigkeiten, zumindest nicht so starr bei diesen Pfadabhängigkeiten, sondern es können Teile dessen, was produziert wurde, genommen werden und dann weiterentwickelt, angepasst, verändert werden. Und es entstehen quasi, wenn eben keiner die Dinge mehr weiter nutzt, dann hört das eben auf. Aber es gibt noch beliebig viele, potenziell zumindest beliebig viele Pfade daneben, die uns Richtung Lösung weiterbringen könnten. Und vor allen Dingen, der größte Vorteil, vor allem jetzt Richtung Hardware, wäre, dass die Dinge potenziell nicht kaputt gehen müssen oder zumindest immer, wenn sie kaputt gehen, wieder leichter reparierbar sind, anpassbar sind, anpassbarer sind als herkömmlich produzierte Produkte auf neue Gegebenheiten, neue Bedürfnisse. Das heißt, es gibt verschiedene Produkte, die so gebaut werden können, dass sie eigentlich eine unendliche Lebensdauer haben. Gut, klingt ja eigentlich alles ziemlich einfach, müssen wir nur das irgendwie in die Köpfe der Leute reinkriegen und in die Ingenieure reinkriegen und
dann immer so weitermachen und dann vermehrt sich das alles wunderbar weiter und wir haben den Alternativcode, der das ganze braune, nee. So, steht nochmal bitte alle auf. Ein letztes Mal. Also, diesmal folgende Übung. Eigentlich mit dem Ziel, uns mal ein bisschen Aufmerksamkeit bei den anderen Tischen zu verschaffen. Wir möchten, dass wir jetzt alle zusammen klatschen. Ja? Und zwar mit, es muss sich am Ende so anhören, als würde eine große Person einen gigantischen Klatscher produzieren. Das heißt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir alle im exakt selben Moment einmal klatschen. Ich erkläre jetzt, wie wir das machen und dann machen wir die Übung. Also, ich zähle bis drei, sage klatschen und dann klatschen wir zusammen. Okay? Also, alle bereit? Eins, zwei, drei. Klatschen. Ich hatte es anders beschrieben. Ich hatte gesagt, ich sage klatschen und dann klatschen wir. Was zeigt uns die Übung? Taten sprechen lauter als Worte. Und das ist auch eins der Grundprobleme, mit dem wir es zu tun haben. Wir wissen, was getan werden muss. Wir wissen, wie wir es tun müssen. Wir wissen, dass wir es tun müssen. Aber um uns herum machen wir einfach ständig immer wieder die gleichen, folgen wir einfach den gleichen Handlungsmustern. Das heißt, wenn mein Gegenüber etwas tut, dann mache ich es einfach nach. Weil, wie es jetzt gerade auch alle erfolgreich mitgemacht hat, die Aktion einfach viel, viel stärker ist, als einfach das drüber reden und noch eine Konferenz und noch ein Paper veröffentlichen. So, ihr dürft euch setzen. Ich mache keine Übung mehr. Ich bin Daniel, sozusagen der Dritte im Bunde und wir kommen jetzt zu der Sache selbst. Also wir saßen da, haben diese Probleme gesehen, haben sie wieder und wieder gekaut. Ihr seht schon, wir hängen immer noch ein bisschen da dran, die Probleme nochmal zu erklären. Und das, wenn ich dann so die Leute angucke, dann ist so die Deprimierung geht hoch. Wir haben uns aber jetzt gesagt, okay, wir sind keine einflussreichen Politiker, wir sind keine CEOs, schon, aber von sehr kleinen Firmen. Das heißt, wir haben keinen großen Einfluss. Aber wir haben auch gesehen, also mein Punkt war so ein bisschen die Klimakonferenz von, die Klimakonferenz von Kopenhagen, wo sich einfach die wichtigsten Entscheider der Welt zusammensitzen, tagelang brüten und am Ende so gut wie gar nichts dabei rauskommt, haben wir gesagt, was können wir sozusagen mit unserem Hintergrund in unserem Umfeld tun. Und haben gesagt, okay, wir können anfangen irgendwie bei der kleinsten Zelle, nämlich unserer direkten Lebensumwelt und können sagen, wenn wir irgendwie was aufbauen wollen, was eben nicht erdölabhängig ist, was möglichst wenig bis gar keine Ressourcen verschwendet, was in sozusagen in Wirtschaftskreisen, Kreisläufen denkt und so weiter, dann kann man sagen, dass schon jetzt es Projekte gibt, die im Sinne der Infrastruktur gibt es das Projekt WikiHouse. Ja, es gibt offene Designpläne, um sich ganze Häuser aufzubauen. Es gibt das Projekt Earthships, wo aus reinen Recyclingmaterialien komplette Häuser und Gebäude baubar sind. Es gibt ein Projekt namens SolarFire, die bauen sogenannte Solarkonzentratoren. Damit kann man 40 kW Energie erzeugen, das reicht für einen 10-Personen-Haushalt. Das sind alles offene Baupläne, die schon da sind und bestehen. Wir denken auch über das Thema Mobilität nach. Das ist jetzt kein Porsche. Es gibt ein sehr schönes Auto namens Tesla. Das ist ein Elektroauto, sieht auch sehr schnittig aus. Dieses Auto kommt vom Projekt Wikispeed. Sieht wirklich ungefähr so aus. Liegt offen vor, hat alle Crashtests bestanden in den USA. Verbraucht 1,3 Liter auf 100 Kilometer. Ist damit das effizienteste Auto, das es überhaupt gibt. Komischerweise stellt kein normaler Autohersteller, der eben doch irgendwie Interesse vielleicht daran hat, dass Erdöl genutzt wird, so ein effizientes Auto her. Aber eine Open-Source-Community hat das bereits getan. Also das ist möglich. Es gibt natürlich ganz viele Open-Source-Projekte zum Thema Kommunikation. Das ist unser drittes Feld, was wir beackern wollen. Das vierte. Und unser letztes Thema ist die Ernährung, Nahrung. Angedeutet ist hier ein Projekt, das heißt, das muss ich mal, Hortodomi ist da der Name. Das ist ein Prinzip, das baut auf Open Software und Open Hardware Arduino und man kann dabei sozusagen, ist eine Art Gewächshaus, das sich selbst betreibt und wo Sachen angepflanzt werden können. Also all diese Dinge im Prinzip, die wir um uns herum brauchen, die sind im Prinzip da, die liegen teilweise Open Source vor. Es gibt sehr, sehr gute Projekte, spannende Projekte, grüne Projekte.
die eben in einer neuen Systematik denken, wo es nicht um Wachstum geht, nicht um Ressourcenverschwendung und nicht diese immanenten Probleme mit drinstecken. Und wir sagen jetzt, okay, wenn wir diese Projekte zusammenholen und in eine Art Labor sperren für einen gewissen Zeitraum, dann wenden wir doch mal die Prinzipien an, die Dominik schon erklärt hat, also die Thematiken von Open Source, von vielen Menschen, die draufschauen und die Sachen verbessern, von einer Art Bauplan, dass die Sachen wiederverwendbar sind und diese Forking-Logik, ja, also dass wir immer nicht fahrtabhängig, sondern also relativ innovativ auf neue Ideen kommen können. Und das ist sozusagen die Kernidee, Open State haben wir noch nie gesagt, ne? So heißt das Projekt, das Logo kommt gleich noch. Im Kern geht es darum, ein Camp aufzubauen. 5 Wochen lang werden wir 10 Projekte, die in dieser neuen Logik funktionieren, zusammenholen. Wir werden einen Kreativprozess darüber legen und den Leuten helfen. Also die Frage ist ja, warum ist das Bessere nicht im Mainstream? Ja? Also warum kaufen wir die alten Autos, den alten Müll, die alten Häuser und so weiter und so fort, obwohl es bessere Alternativen gibt? Das haben wir uns auch gefragt und gesagt, okay, wir holen die zusammen. Den Leuten fehlt wahrscheinlich was. Geld, irgendwas im Team, Kommunikation, was auch immer es ist. Wir werden Leute zusammenholen, die beraten über 5 Wochen lang, werden die kuratieren und dort einladen. Die können da leben und arbeiten. Es sollen insgesamt so ungefähr 50 Leute sein in diesem intensiven Prozess. Die sammeln wir zusammen und werden dann letzten Endes in der guten alten Manier vielleicht der Kommunikation eben gerade noch im letzten Schritt versuchen, das eben in den Mainstream rein zu kommunizieren. Also unser Hintergrund ist vor allen Dingen, dass wir bislang zum Beispiel Kampagnen gemacht haben für zivilgesellschaftliche Akteure und uns um Kommunikation kümmern können. Ja? Also wenn wir sagen, die innerste Zwiebelschicht sind halt diese Projekte im Camp, wir holen die zusammen und entwerfen einen Prozess, wie wir die stark nach vorne bringen, dann ist sozusagen der dritte Prozess, wenn wir da durchgelaufen sind, wie machen wir das groß, wie verbreiten wir das weiter? Und die Idee ist dabei, dass jedes Projekt, das da durchläuft und unser Prozess selber, also wie machen wir Auftritte, wie sieht unser Budget aus, wie veranstalten wir die Konferenz und das Camp, das alles wird Open Source sein. Wir wollen Blaupausen davon machen, sodass man einfach hergehen kann und das an einer anderen Stelle irgendwo in der Welt nachbauen kann, 1:1. Oder eben nicht 1:1, sondern besser machen kann, als wir es gemacht haben. Und dann versuchen wir eben sozusagen den Virus ein bisschen in die andere Richtung zu lenken und die Sachen zu verbreiten und hoffen eben, dass es angenommen wird und sich stark verbreitet und Leute sozusagen in dieser neuen Kultur funktionieren. Also dass sie nicht mehr sagen und warten, das wird schon auf irgendeiner UN-Konferenz in 20 Jahren, werden sie es mal packen, so wie sie es vielleicht einmal beim FCKW geschafft haben. Wir können darauf nicht mehr warten. Also wir haben so eine dramatische Lage gerade, dass wir halt nicht rumsitzen können in Berlin und Kreativkonferenzen machen und uns dann auf gut Deutsch die Eier schaukeln, sondern wir müssen irgendwie losgehen. Und das war irgendwie unsere Verzweiflung und das ist das Ergebnis und das heißt an der Stelle Open State. Und wir sind im Moment an der Stelle, dass wir eine Location vorausgedacht haben, die steht in Torno, so sieht das aus, ein realer Ort. Der Vermieter ist bereits begeistert, wir müssten nur das Geld zusammenkriegen gerade, um auch die Miete zu zahlen und fix zu buchen. Ich habe heute Morgen einen 23-Seiten-Antrag an die Deutsche Bundesumweltstiftung eingereicht, um eine Erstförderung zu bekommen. Wir hoffen, dass das klappt, das sieht gut aus und dann werden wir das dahin bauen und das soll im Herbst passieren. Das ist eine URL da oben, da kann man noch mehr runterladen und sich angucken. Und ja, wir freuen uns auf Fragen, Tipps, Projektvorschläge, Geldsäcke und so weiter. Das war's, oder? Vielen Dank. Wenn Fragen sind, wurden wir gebeten, dass die wieder in ein Mikro gesprochen werden sollen, was wir hier haben. Nicht nur Fragen, gerne auch Projekte, die da unbedingt rein müssen oder warum das alles Quatsch ist und natürlich auf gar keinen Fall funktionieren kann oder auch, wer sich einbringen möchte und es insgesamt interessant findet, in welche Richtung auch immer. Die noch nicht an der Leitung sind. Okay. Ich möchte Sie eigentlich eins fragen. Ich finde das wunderbar interessant und ich habe in so verschiedenen
Ja, also ich finde es wahnsinnig interessant. Ich habe in verschiedenen Veranstaltungen, die sich über Nachhaltigkeit beschäftigen, den Harald Welzer kennengelernt. Kennen Sie den? Ja. Den fand ich wunderbar. Ich meine, der macht ja also, und ich wollte Sie eigentlich nur hinweisen, Sie sind, wenn Sie in Harald Welzers Internet Futur 2 gehen, dann implementieren Sie so etwas wie sein Futur 2. Und er sagt ganz einfach, wir müssen die Zukunft, wie wir sie gestalten wollen, als was Gutes beschreiben, statt denn, nicht wahr, die Schreckensgespenster an die Wand malen, die keiner sehen will. Ich beglückwünsche Sie zu dem und vielleicht kann man, ja, machen Sie mal mit dem zusammen. Ich finde ihn unheimlich gut. Danke sehr. Das ist tatsächlich, also wir hatten jetzt verschiedene Gespräche auch mit Leuten vom Club of Rome und so und alle sagen jetzt nicht, das ist die Lösung, auf gar keinen Fall, aber es ist ein allererster Schritt, ins Tun zu kommen. Also es ist alles entwickelt. Es gibt diese Bücher, es gibt Theorien wie die Gemeinwohlökonomie, von denen man dann wieder Teile nehmen kann und Teile nicht. Das ist alles Gegenstand der Diskussion. Aber geschrieben und erdacht sind die Sachen ja. Es ist jetzt eben dieser wichtige nächste Schritt, wo halt das irgendwo mal anfangen, das geht dann auch richtig in die Hose beim ersten Mal mit Sicherheit, aber wir werden es halt irgendwie umsetzen müssen. Und ja, das ist der nächste Schritt. Willi? Das ist eigentlich nur eine kleine Frage, vielleicht habe ich es so überhört, was so die Bedingung ist. Also muss man schon ein Projekt halb fertig haben oder gibt es eine Altersbeschränkung? Altersbeschränkung nein, auch nicht juristische Form, Nationalität, Geschlecht oder sonstige Unterscheidungsmerkmale. Merkmal wäre schon schön, also nicht schon schön, sondern das ist Voraussetzung, dass die Sache existiert, weil wenn wir da nur 5 Wochen haben, dann wirst du nicht von der Idee auf prototypenfähiges Stadium kommen und wir brauchen natürlich, um sowas kommunizieren zu können, was am Ende dasteht, fotografiert werden kann und irgendwie in so einem Kampagnenlogik funktioniert. So komisch uns solche Sachen sicherlich individuell immer schmecken, aber es gibt eben diese breite Kommunikation oder die sehr zielgruppenspitze Kommunikation, das ist gerade die zweitere. Aber um sowas eben in die weiteren Kreise zu tragen, wird man das irgendwie öffnen müssen. Und ja, deswegen schon bitte entwickelt. Also ich noch ganz viel Glück dabei, weil ich finde es super und besser als noch 100 Barcamps etc., weil in dem Prozess viel mehr passieren wird, bin ich ganz sicher. Dazu auch, also ein wichtiger Punkt war auch, dass wir in der Recherche einfach festgestellt haben, dass es diese ganzen Lösungen überall auf der Welt verstreut schon gibt, aber dass die einfach kaum miteinander interagieren und kommunizieren. Das heißt, es gibt dann sozusagen das Wikispeed-Projekt, was halt in sich einfach gut funktioniert und die Leute kommunizieren. Aber eine Idee ist zum Beispiel, dass man diese Solarkonzentratoren, ja, dass man die kombiniert mit Leuten, die Arduino-Chipsätze herstellen und entwickelt haben, sodass sich dann die einzelnen Spiegel der Sonne nach ausrichten könnten, was nämlich im Moment noch nicht funktioniert. Ja? Das heißt, es geht schon auch darum, dass wir schauen, die Projekte so an einem Ort zu kombinieren, dass sozusagen das Wissen sich bald, die Produkte weiterentwickelt werden und im Idealfall auch massentauglich. Ja? Das ist uns auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Im Idealfall haben wir am Ende irgendwie eine Internetseite, die wie so ein IKEA-Katalog ist, dass man also auf verschiedenen Stufen einsteigen kann, also nicht nur als der Open-Source-Entwickler, sondern auch als jemand, der sagt, ja, das ist mir alles viel zu hoch, ich will mir so ein Teil nicht in den Garten stellen oder beziehungsweise ich will es mir nicht nachbauen, ich will das Ding einfach haben. Ja? Also das ist so ein bisschen das Ziel und dafür müssen die Sachen natürlich gut weitergedacht werden, weiterentwickelt werden und das ist auch eins der Ziele, was wir da mit dem Camp haben. Bitte mit dem Mikro, wenn es eine Frage wird. Kennt ihr die, ist da was drauf? Ja? Kennt ihr die Blue Economy? Kommt da was? Kommt nichts, oder? Ja, ich bin ganz nah dran. Das Blue Economy von dem Professor Pohlmann, der hat eine neue Innovation als Web gestellt und praktisch um die Daten da mitzunehmen und das sich frei zu nehmen sozusagen.
Ja, auch bekannt, genau. Wir haben sozusagen gescannt, also auch das Wälzer-Projekt und haben schon gesprochen. Blue Economy, genau, ist ein ganz ähnlicher Ansatz. Also sagen wir mal so, also es gibt ja so ein bisschen auch die Social Entrepreneurship-Bewegung oder es gibt die grüne Bewegung oder es gibt Utopia oder Karma-Konsum und so weiter und so fort. Also uns geht es nicht darum, jetzt also erstmal gesagt, nochmal ein neues Label zu gründen, sondern vielleicht nochmal die verschiedenen Gruppen sozusagen zusammenzubringen und unser Herzstück ist halt diese 5 Wochen, diese Fortentwicklung zu schaffen. Und ich weiß nicht, wie das läuft bei dem Pauli, bei der Blue Economy, da sind sehr, sehr viele sehr, sehr gute Projekte. Aber wenn sozusagen Menschen wie wir, die so ein bisschen aus der Design-Kommunikationsecke kommen, auf diese Webseite kommen, dann ist erstmal ein ganz guter Abstand, weil es dann wieder sozusagen optisch kommunikativ stimmt da für uns auf den ersten Blick noch was nicht. Ne? Also da muss man, das ist halt die Frage, ob man die Attraktivität erzeugt und ob die Leute auch einfach die Lust bekommen, die Sachen mitzumachen. Und ich glaube, er hat das alles dargestellt. Bei uns war es noch so ein bisschen loser, dass es sehr, sehr plastisch ist und dass die Leute sozusagen in der nächsten Kommune, Nachbarschaft die Sachen nehmen können und umsetzen können. Ich glaube, da sind teilweise sehr ingenieurmäßige, hochkomplexe Projekte dabei, die man jetzt nicht einfach so nehmen kann und weiter umsetzen kann. Aber das ist unbedingt ein Projekt, mit dem wir noch sprechen wollen, die sehr, sehr weit sind und eben genau diese Offenstellung von nachhaltigen Sachen schon gemacht haben. Ja, wir stellen heute Nachmittag hier im Open Track ein Projekt vor, das ist die Initiative für Change the World Companies, wo wir über Crowdsourcing-Prozesse versuchen, Kriterien für ein Projekt, das es schon gibt, ja, zusammenzustellen, wie Firmen sich im 21. Jahrhundert neu aufstellen können, die eben die Probleme mit Innovation angehen. Ja, also wenn es interessiert, heute Nachmittag um 14.30 Uhr ist hier im Open Track dann auch noch ein bisschen was Ähnliches zum Thema. Noch Fragen, Anregungen, Beschimpfungen, Kritik, spontane Freundesausbrüche dahin? Also, das hört sich ja richtig klasse an. Mich würde mal interessieren, seid ihr im europäischen Ausland, befreundeten Ausland auch unterwegs? Also habt ihr Kontakte mit ähnlichen Organisationen? Italien ist zum Beispiel sehr stark, in Spanien, England, überall gibt es ähnliche Organisationen. Ich denke, es wäre sinnvoll, da wirklich eine geballte Kraft draus zu machen. Wie steht ihr dazu? Unbedingt ja, sind wir noch nicht, nein. Also das ist immer... In Berlin hat das ja so eine Kultur, dass ich mache da mal so ein Projekt und dann erzählt man allen davon, aber am Ende kriegt man es einfach nicht gebacken, weil überall die Kohle fehlt oder je nachdem, was dann der Punkt ist. Und im Moment geht es uns einfach erstmal darum, das nicht nur zu zeigen, was wir vorhaben, sondern tatsächlich diese erste Sicherheit zu bekommen, wir kriegen das realisiert. Und da ist jetzt gerade der Fokus drauf und das ist halt seit einem Jahr unser nebenbei Hobbyprojekt. Also Geld verdient hast du damit natürlich jetzt nichts. Das heißt, der erste Schritt war jetzt nicht die internationale Vernetzung, die aber unbedingt kommen muss, absolut richtig. Ja, so über die Fab Lab, Maker Lab Szene, so, wenn man das so nennen kann in Europa, ich glaube, da haben wir ganz gute Zugänge, aber ja. Vielleicht können wir da ins Geschäft kommen, weil ich bin Künstler, ich komme aus einem ganz anderen Bereich, ja. Beschäftige mich mit Symbolen hauptsächlich und habe mit anderen zusammen, also interdisziplinär, ein Symbol geschaffen, mit dem sich sowas gut europaweit platzieren lässt. Und wir sind gerade dabei, einen EU-Antrag zu befüllen und wir wollen den gerne open sourcen. Auch ein Spaß. Ja. Und im Januar wissen wir mehr. Sehr gerne. Ja. Dann sind wir, glaube ich, mit der... Ja, vielen Dank für den echt guten Talk. Sehr schöne Bilder auch. Was ich sagen wollte, ist, ich habe jetzt gerade gehört, dass ihr auch bauen wollt dort. Und ich war gerade in New Mexico in Taos und habe mit Mike Reynolds zusammen Häuser gebaut, sogenannte Earthships. Ja. Richtig. Und ich halte halt auch nicht so viel vom Reden, aber wollte das jetzt auch anderen Leuten sagen und vielleicht gleich nochmal mit euch im Detail. Ich würde gerne so ein Haus bauen in Deutschland und weiß so ein bisschen, wie das geht. Und es gibt auch schon Pläne, also jeder, der da auch Interesse dran hat, bitte weiterleiten, mit mir sprechen.
Und vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen genauer darüber reden. Sehr, sehr gerne, geil. Es war sogar noch auf der Grafik rechts hinterm Baum, das ist jetzt aber abgeschnitten, da ist sogar auch ein Earthship rein modelliert gewesen. Also ja, unbedingt. Gut, dann sind wir, glaube ich, zeitlich durch. Vielen Dank für die offenen Ohren und dass so viele hier waren und viel Spaß heute noch. Tschüssi.